Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Projekt auf Valonia. Valonia ist ein RPG-Server, wo man auch aufnehmen kann und eben sehr viel mit anderen Spielern redet. Wir haben ein TS und da können wir gut Let's Playen. Ich habe jetzt das extra so gemacht, weil ich so langsam halt immer wieder Probleme in Minecraft habe, es selbst auf die Reihe zu bringen. Es ist halt einfach, wenn man jetzt von Null immer wieder anfangen muss, dann hat man halt nie so einen Server, der alle anlockt. Deshalb ist das auch ein Vanilla-Server, ist halt auf 1.8, aber so kleine Anstriche tun wir gerne nehmen, wenn wir da wirklich eine super Community haben. Momentan ist es auch ganz früh am Morgen, deshalb ist hier niemand, sonst ist eigentlich immer 5 bis 10 Leute, also ist immer was los. Ich möchte mit euch gerne so ein bisschen landwirtschaftlich, eher jägerisch und züchterisch leben und habe mich schon ein bisschen umgeschaut hier, weil ein guter Kollege, der hat mir das empfohlen, auch mitzumachen hier, und der wohnt hier in dieser Kirche, ich habe es gefunden. Heinrich 2004, das war ja der mit mir in Unnatürlich in China war und diesen schönen Turm gebaut hat und so weiter. Und jetzt hat er scheinbar eine Kirche gebaut. Aha, okay, sieht richtig cool aus. Was ist das, ein Dreizack? Sieht das wie ein Zepter oder so etwas, denke ich mal. Okay. Kollekt für die christliche Kirche, ist nichts drin. Ja, St. Notch heißt die Kirche. Steht jetzt gerade nichts, nirgends hier. Aber sie heißt St. Notch. Hier hinten ist irgendwie so ein Wasserturm. Auf dieser Seite wird irgendwas gebaut. Auf der anderen Seite ist ein Hafen. Und hier hinter der Kirche hat es einen Berg. Den finde ich so schön, ich möchte irgendwo in der Nähe von diesem Berg leben, weil dort natürlich schon Leute sind, die man ja recht gut sieht, weil sie auf einem Berg wohnen. Und hier haben wir einen Dschungel, also ich finde, wir sollten hier irgendwo etwas bauen. Hier haben wir sogar noch eine Windmühle. Ja, da oben haben wir auch irgendwo etwas Unfertiges eventuell. Genau, dieses Haus dort, das sieht ja mega gut aus, ist chinesisch, hä? Da hat es auch ein Yin-Yang-Zeichen, das ist typisch für Buddhismus. Ja, ich möchte irgendwie so ein bisschen zwischen diesen Religionen leben. Ich denke, das ist christlich, hat er, glaube ich, auch gesagt. Und dem Buddhismus, dass ich so ein bisschen wild lebe, ein bisschen außerhalb. Ihr dürft mir gerne ein paar Tipps und Vorschläge in die Kommentare schreiben. Weil ich habe es jetzt mir einfach ein bisschen kurz ausgedacht. Ich habe mich vorgestern Abend angemeldet und gestern Abend kam dann eine Frau. Das ist wahrscheinlich die Anführerin vom Server, also der Owner. Und hat mir dann die verschiedenen Sachen gesagt. So, irgendwo haben wir jetzt eine Farmwelt. Ich suche sie gerade, damit wir farmen können. Da links wahrscheinlich. Oder man kann draufklicken. Okay, super. So, wir sind, nicht schlecht, in einem Wald gespawnt. Gehen wir mal in diese Richtung. Ja, ich weiß, dass das geschützt ist. So. Ja, ich freue mich, wieder mal Rollenspiel mit anderen Leuten zu machen. Jetzt in der ersten Folge ist ja halt eben, weil es früher Morgen ist. Ich war gestern Abend sowieso viel zu müde. Dass wir da jetzt noch Livestreams machen. Und in den Livestream dürft ihr natürlich immer viel wünschen und wir können Rollenspiel machen. Für die, die Lust haben mitzumachen, es gibt einen Anmelde-Link unten in der Videobeschreibung. Einfach kurz draufklicken, ein paar Fragen beantworten und euch schon mal Minecraft 1.89 bereit machen mit ein paar Mods, die ihr so wollt. Ich habe zum Beispiel Minimap und eine Anzeige, wie zum Beispiel oben Eichenholz, das ist Hüller.
weil Weiler nicht mehr gibt auf 1.8, das ab 1.8, ja, ist es jetzt Hühler. Also, auf was schauen wir denn hier gerade, heißt es ungefähr. So, weil he ist, wir, also eigentlich ich, also er, nein, er schaut, genau. Und ja, ich habe es im Englischen noch ein bisschen. Und ja, das ist einfach perfekt, damit wir alles schauen können. Ich habe nein noch nicht drin, es geht einfach nicht auf 1.8. Ich weiß nicht, was da los ist. Und das andere geht auch nicht, try heißt es. So, mal vorbereiten. Es wäre gut, wenn wir hier in der Höhle uns runtergraben oder so. Das sehen wir dann immer direkt. Oder dort hinten. Ja, komm, wir erkunden uns noch ein bisschen hier. Ich möchte aber gerne ein paar Setzlinge. Das geht extremst langsam. Deshalb, ich mag es einfach nicht mehr so Vanilla. Ich würde am liebsten jetzt wirklich ein Vanilla-Projekt, ein Mod-Projekt machen. Aber ich möchte zuerst natürlich auch wieder ein bisschen berühmter werden. Ein paar Mitspieler, ein paar, ja, Leute, die mit mir reden können in den Parts und Livestreams und so weiter. Also jederzeit. Heinrich darf natürlich auch mitmachen. Und ja, wer halt drauf kommt oder wer halt auch nicht drauf kommt. Aber es soll so sozial wie möglich sein. Und jetzt haben wir schon ein bisschen ein Problem mit den Setzlingen. Ich will jetzt nicht allzu lange warten. Es wird schon wieder Nacht. Machen wir ein paar Hühner kaputt. Ja, genau. Geh noch weiter weg. Blödes Geflügeltes. So. Ja. Ich bin nämlich seit 2013 nicht mehr so in einem Lebenprojekt gewesen. Und das ist ein wirklich super Neuanfang. Zum Beispiel kann man, dass ich so wirklich wieder Leute in Minecraft kennenlernen und wieso nicht irgendwo anders neu anfangen? Es ist halt einfach so, Minecraft ist manchmal so kurzlebig, da kann es schon sein, dass viele Leute dann einfach wieder nicht Bock haben, dann wieder weggehen. Und dann irgendwann fängt man wieder an und dann hat man den YouTube vergessen, so Sachen. Deshalb bin ich halt auch noch nicht so berühmt. Aber jeder, der natürlich mitmachen will oder auch extrem viel Spaß an dem hat, der darf natürlich gerne mich verfolgen. Ich werde natürlich mich sehr anpassen, alles besser machen und so weiter. Ja, jetzt sind wir auf der Jagd nach Hühnchen. Eben, ich mache so gut wie möglich Rollenspiel, aber wenn ich etwas zu sagen habe, dann habe ich halt etwas zu sagen, weil meistens am Anfang des Parts muss ich halt ein paar Sachen sagen. So. Jo, ich habe immer noch keine Höhle gefunden. Wir brauchen nämlich Werkzeuge so langsam. Und ich habe gesehen, da war schon jemand. Also es war heute jemand auf dem Server. Ja, der X-Lerax. Schönen guten Tag, habe ich geschrieben. Und die anderen kommen halt am Abend. Ja, ich denke, ich mache heute schon einen Livestream, weil mir geht es sehr gut wieder. Ich hatte heute einfach ein bisschen das Problem, dass ich halt gerade nicht so Let's Playen konnte oder Livestream. Habe einfach viel zu tun, weil ich etwas Neues einfach machen will. Für meinen Körper vor allem und ja, leider nicht so für die Let's Plays. Aber das kommt dann schon auch. Also wir müssen mal uns hier reinbuddeln. Ja, es wird langsam Nacht. So. Also, machen wir da gleich mal zu. Und eine Workbench. Machen wir gleich mal ein bisschen mehr. So. Wieso haben wir eine Workbench? Wir als Jäger brauchen die immer. So, noch ein bisschen auf die Seite, hä? So, ja, ich wollte es unten machen, aber gut. So, dann haben wir eine Spitzhacke, sehr gut. Was wir gebrauchen könnten, ja, nein, müssen wir nicht. Einfach ein bisschen Licht haben wäre gut, aber
Ah, direkt eine Höhle gefunden. Ah, daneben. Die habe ich nicht gesehen. Dafür Kohle. Ja, vom Baum ist sie auch ein bisschen versteckt. Dann machen wir direkt mal hier zu, damit kein Monster hineinkommt. Sehr gut. Aus vielleicht ein Mini-Zombie, also so ein Baby-Zombie, genau. Ja, also der erste Part ein bisschen alleine zum Vorbereiten, der zweite Part zum Hausbauen im Livestream und auch Rollenspiel zu machen. Und vielleicht kann Heinrich dann dabei sein und uns ein bisschen einführen. Ja, schön, dass wir hier Kohle haben schon. Jetzt brauchen wir noch Eisen ein bisschen, damit die schnell vorwärts kommen. So. Schweine höre ich noch. Okay. Also was macht so ein Jäger und Züchter? Natürlich eben viel Fleisch und Leder und Wolle holen. Und dann noch ja, Pferde und Katzen und Hunde züchten. Ich mache mal das alles hier hin. So. Da können wir eigentlich recht viel machen, weil es ist ein riesen Appartement. Ja. Also mal gucken, wie es so läuft. Hä? So, machen wir das gleich mal hier drauf. Und machen uns gleich mal eine Spitzhacke aus Stein. Wieso habe ich jetzt nochmal geklickt? So. Und noch ein bisschen Fackeln. Ja, da unten ist es. Die Kohle sieht man fast gar nicht. So. Einmal außen, einmal innen. Jetzt können wir noch ein bisschen Steine abfarmen. So. Und ich habe mir gedacht, ich mache das Haus sehr abwechslungsreich. Also, es ist dann nicht gerade farbig, aber es hat dann einen wirklich schönen Touch. Also, man sieht, dass ich dann Jäger bin. Und dann machen wir noch Stall daneben. Und ja, schauen, was der Heinrich so macht. Juh. Ein schönes Häuschen haben wir schon. Ein kleines Räumchen für den Drago und für die Community von Drago. So, dann haben wir einen Ofen. Können gleich zwei Öfchen machen. So. Danke. Es tut irgendwie so ein bisschen nachjustieren. Also, dass wenn ich klicke, dann auch nochmal ein Klick kommt, obwohl ich nicht geklickt habe. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja. Das sind meistens wegen Nikrolecks, also Leckspikes nennt man die. So. Ja, zwei Dinge haben wir. Wir brauchen ein bisschen Fleisch. Das mache ich gleich dort drüben. Da habe ich schon Kohle drin. So. Dann haben wir noch eine Axt zu machen und eine Schaufel. So, sehr gut. Ja, dann denke ich, graben wir hier uns runter. Machen wir das so. Ja, ich freue mich wirklich wieder dabei zu sein, weil ich war immer sehr beliebt bei Rollenspielprojekten. Und das liegt einfach daran, dass ich natürlich recht viel mache für ein Rollenspiel. Und darum seht ihr bei mir auch sehr viel natürlich. Und da ich immer ein sehr netter Mensch bin, kommen natürlich die Leute gerne zu mir, oder? Weil wenn man in einem Rollenspiel natürlich ein Rüpel oder ein Bandit spielt, dann hat man halt nicht so viel Community. Das ist ganz klar. Und deshalb bin ich eigentlich perfekt geeignet für so etwas. Hoffe es jedenfalls. Und ja, ihr dürft jederzeit auch wirklich ein paar Schwächen für mich sagen oder so, damit es auch ein bisschen spannender bleibt. Es ist ja alles Rollenspiel, es tut ja nicht rübes Wappen aufs reale Zeug. Und ja, gibt sicher auch Absprachen.
So. Ja, da haben wir schon einen recht guten Start. Also Kohle haben wir. Sehr gut. Jetzt brauchen wir aber noch Eisen. Leider haben wir schon kein Essen. Ist schon schade. Aber ja, ich war auch längere Zeit auf dem Server und hab's ein bisschen mitverfolgt, was die anderen so machen. Deshalb habe ich jetzt kein Essen mehr. Also keine Hungerkeulen mehr. Ich habe noch nichts gegessen auf dem Server. So. Und eben jederzeit können wir dann auch einen eigenen Server aufmachen. Ich habe schon mit Luca eigentlich so ein bisschen ja gesagt, dass wir einfach ein paar Mods reinmachen, dass einfach alles ein bisschen ändert. Also das Bauen vor allem. Weil ja, man kann halt nicht so detailliert bauen und in einem Rollenspielprojekt sollte man schon relativ detailliert bauen können, damit man verschiedene Sachen machen kann. Also zum Beispiel, ja, Essen bauen kann, dass man wirklich Essen auf dem Tisch hat oder so Sachen. Das fehlt halt einfach in Minecraft. Oder in Freizeitbeschäftigungen und so weiter. Und ja, Valonia ist eigentlich so ein ja, Standardprojekt, wo halt nicht alles mögliche ist, was von Mods kommt und so weiter. Aber das macht es jetzt nicht schlecht. Es ist gut zum Starten. Für jeden. Und ja, da werden wir sicher viel Spaß haben und ich gehe da nicht weg. Also eventuell mache ich mir manchmal ein bisschen Pause, weil die Mods halt dann einfach rausgenommen werden müssen. Aber sonst ist es ja nicht schlimm, oder? Also, ich freue mich auf jeden Fall, mehr Minecraft in 2018 zu machen. Fast täglich, hoffe ich. Und ja, dann können wir eigentlich eine gute Community aufbringen, weil ich suche ja nach Community und ich möchte natürlich den Leuten, die noch in Minecraft sind, viel Spaß anbieten. Etwas, ja, wirklich Tolles. Und ja. So, wir haben hier noch mehr Eisenerz, das ist super. Dann können wir gleich noch einen Eimer machen. So. Wenn ich so ein bisschen Rollenspiel mache, dann habe ich so ein bisschen eine lockere Stimme. Weil ich bin meistens so einer, der relativ direkt redet. So. Wir haben schon, wie heißen sie? Silberfischen, genau. Cool. Vielleicht ist ja hier in der Nähe das, also das ist nebendran, wie sagt man, Stronghold, genau. So. Gehen wir direkt runter. Noch mehr Eisen, sehr gut. Dann können wir uns schon mal schützen. Und dann gehen wir raus aus der Farmwelt. Ich hoffe, es gibt einen Spawn, weil wir werden natürlich immer wieder weit weg gehen. Aber jetzt muss ich essen. So, dann gehen wir noch ein paar Tiere jagen. Ich denke, ist das auch bald morgen. So. Hier mache ich aber keine Waypoints. Ich weiß ja ungefähr, wo das ist. Sonst machen wir einfach nochmal eine neue Mine. Haben jetzt direkt mal sehr viel Stein. Da können wir ja, schöne Steinziegel machen zum Abbauen. So. Dann haben wir hier nochmal Eisen. Sehr gut. Jo, probieren wir mal Slash Spawn. Ich habe jetzt eigentlich alles, was man haben kann. Sehr gut, dankeschön, Valonia. Ja, wir haben hier einen Marktplatz, da können wir gleich mal kurz vorbeischauen. Dort baut jemand etwas. Ich finde cool, wie die verschiedenen Dächer sind wirklich immer andere Dächer. Zum Beispiel blaue Kirche, das ist das Dach. Gut, Bäckerei. Gut, kenne ich glaube ich noch nicht. Bitte Eimer zurückgeben in einem Gurtsbriefkasten.
Ein Kuchen, ein Brot, ein Eisen. Also kann ich das einfach reinlegen? Nee. Okay. Also vielleicht haben wir irgendwo ein Loch mit einem Spender. Babywuschelstand. Da ist das Ding-Plugin drin, dass man alles schützen kann. Cool. Ja. Das ist nett gemacht, weil, ja, klauen, denke ich mal, ist schon viel verbreitet. Also früher war das so. Da hatten wir immer wieder Diebstähle zu bekunden. Aber hatten dann das Plugin und das habe ich dann nicht mehr gemerkt. Also gesehen. Ich kenne es mir auch nicht mehr. Ich habe es nicht gemerkt. Ja. Hier haben wir ein Claydach, also Tondach. Und da ein Holzdach. Okay, super. Was wollen wir für ein Dach machen? Ich habe da so eine Idee. Ab Dschungelwut wird es nicht. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier uns niederlassen können. Ich hoffe, hier ist niemand im Dschungel. Oder vielleicht einfach jemand, der gerade angefangen hat oder so. Es gibt da viele Leute. Soll ich vielleicht für die Türengeräusche, meine Katze klopft wieder an die Tür. Da bin ich ein bisschen abgelenkt. Es gibt ja viele Leute, die einfach mal den Server anschauen und dann wieder weggehen. Oder einem nach einem Tag vergessen haben, dass sie auf dem Server waren. Das kenne ich allzu gut. So. Ja, ich denke, hier ist niemand. Und so weit in den Dschungel möchte ich dann aber auch nicht. Hier oben, hä? Sehr gut. Und unten machen wir dann den Stall. So, wo sind wir jetzt ganz oben? Hier, hä? Gehen wir nach vorne, dass ihr das sieht, dass ich hier ein Haus baue. Und dann machen wir das im Livestream, hä? Perfekte Aussicht. Ja, ich möchte gerne hier drüben noch ein Baumhaus machen. Das sieht dann wirklich cool aus. Oh, das ist eine Bergkette. Wow. Also, beginnen wir mit Holz. Wir müssen... Es ist ein bisschen schwer zu sehen, die Setzlinge. So. Einen Ofen, bitte. Oder zwei Öfchen. Ich mache immer gerne zwei, damit es nicht so lange geht. Den Ofen hätte ich gerne hier. So. Dann gleich mal das Eisen. So. Aber wir haben im Ofen, glaube ich, noch Eisen gehabt, aber es reicht. Das ist gut so. Weil dann haben wir eine Aussicht auf das Haus, weil die Sichtweite ist nicht gerade so, dass es man es sieht. So. Ja, bleibt so. Es liegt am Server. Okay. So, was haben wir denn für Zeit? Okay, 23 Minuten ist das Let's Play schon alt. Schön. Ja, unbedingt einen Eimer noch machen. Und Wasser holen. Ich kann ja noch eine Spitze, eine Feldhacke machen, genau. Gib mir auch nochmal ein bisschen Sticks. Ah, da hatten wir sogar. Ja, es ist ein bisschen unübersichtlich, das Texture-Pack. Aber ist es ein gutes, ist es schön neutral, ist es nicht zu comichaft und nicht zu realistisch. So, da hat jemand ein bisschen Holz gefällt. Da werden wir sowieso wegmachen dann. Ja. Also gehen wir auf den Baum hier vorne. Ich hoffe, hier unten ist niemand. Wir gehen mal schauen, weil wir brauchen ja Wasser. So. Irgendwo ist sicher eine Ranke. Ja gut, dann falle ich halt runter. Oh Gott. Ja. Wunderbar. Boah, die Blätter von den Dschungelbäumen sind so cool in diesem Texture-Pack. Die Eichen, die gefallen mir nicht so, aber gut. Müssen wir auch nicht.
Die brauchen wir auch nicht. Schwarzeichenholz brauchen wir vielleicht dann noch ein bisschen. So. Oh, und Sabanenholz, ja. Das wäre gut. Hier haben wir eine Kuh, das ist schon mal gut. Dass die Tiere auch wieder da sind. Weil wenn ein neuer Server da ist, sind wir natürlich alle Tiere weggeschlachtet, weil natürlich alle noch nicht Essen haben. Ich mache das natürlich nur in Farmwelten. Aber manche Leute sind halt auch ein bisschen weniger geduldig. Also wenn ihr gerne ein bisschen mehr, schnellere Action haben wollt, dann könnt ihr das gerne sagen. Nicht gerade so viel bereden oder Rollenspiel machen, sondern vorwärts kommen. Aber dann ist das Spiel halt auch schon wieder vorbei und alles. Ja, es ist so eine Zwickmühle, sagt man dem. So. Gut. Also jedem kann es ja nicht recht machen, aber ich hoffe, dass es gut ankommt. Das machen viele mit dem Let's Playen und ich bin jetzt erneuer und kann da gleich mal mitmachen, hoffentlich. So. Also, dann pflanzen wir etwas an. Wir haben hier mal einen Baum, den können wir lassen. Der da, da hat sich jemand, nein, das ist eine Ranke gewesen wahrscheinlich. Einfach mal ein bisschen weg, damit wir das anpflanzen können hier direkt. Sehr gut. Also, dann machen wir am besten um 14 Uhr einen Livestream bis um 18 Uhr. Und vielleicht dann, wenn ihr natürlich noch wollt, nach dem Essen nochmal, weil, ja, sollte natürlich schon ein bisschen ein paar Stunden sein, damit wir ein gutes Haus bauen können. So, damit alle sehen, ich bin auch hier angekommen und alles. Und wir direkt Rollenspiel machen können im nächsten Part dann oder so. Hä? Ja, danke. Ey, was ist mit dem Spiel los mit den Ranken? Haben die das nicht mal gefixt? Wenn man doch durchgeht, dann sollte man doch an den Ranken festkleben. Ey, geht, Gott, oh Gott. Hab ich fast alles Leben verloren. Das geht mir gar nicht. Ich komme einfach nicht gut hier rauf. Ich wollte hier hin. Ja, machen wir das mal hier. Da haben wir schon mal ein bisschen Platz. So. Machen wir den mal in die Ecke. So. Können wir mal anpflanzen. Sehr schön. Aber die Ranken, die sollten weg hier. Mach das am besten so, dass die Ranken hier nicht weitergehen. Und Weizenkörner anpflanzen. Sehr gut. Noch eine Fackel, bitte. Wir haben alle Fackeln einfach verschwendet in der Mine. So, gut, sehr gut. Hier können wir dann weitermachen. Ach, der Start ist eigentlich sehr gut gegangen. Also ich hatte wirklich so ein bisschen, ja, wie immer das Problem, einfach mal reinzukommen in ein Let's Play. Aber es geht perfekt. Ich bin nämlich schon so geübt natürlich. Da sieht man es gar nicht, wie gut man es kann. Zweifel bekommt man halt eher dann, wenn man denkt, man könnte halt etwas falsch machen. Und je besser man es kennt oder so, desto weniger Fehler will man ja machen, oder? Hey, ja. So. Wunderbar, viel Holz hier. Ein super Start. Wirklich tolles Biom. Alles geht gut. Und Heinrich wird sich auch sehr freuen, da. Dem habe ich schon geredet, als ich mich angemeldet habe. Und er findet es wirklich ein super Projekt. Das finde ich toll. Aber ob es mir jetzt wirklich auch extrem lange gefällt, hängt von der Community ab. Hier auf dem Server vor allem. Und auf meinem Kanal natürlich auch. Weil Minecraft ist natürlich schon so extrem ausgelutscht. Für mich zwar nicht, aber ja, wenn niemand schauen will natürlich, dann muss ich natürlich ja nicht weitermachen, oder?
Motivation kommt nicht von ungefähr. So. Und ja, dann haben wir halt, haben wir bald Essen. Hier können wir alles anpflanzen. Und das Haus, ja, ich denke mal, zuerst mal eine Baumhütte ist und dann machen wir das so, dass wir nach unten Treppen machen und dort anpflanzen und hier oben. Aber für momentan ist es natürlich besser, wenn wir oben bleiben, damit wir ja nicht immer rauf und runter müssen. Das geht auf die Hungeranzeige. So, nächstes Material. Da haben wir alles weg. Sehr gut. Also wie immer eigentlich, ich bin sehr natürlich. Ich habe ja aus auf und unnatürlich immer natürlich gelebt. Und halt einfach, weil die Sachen, die mit Natur zusammenhängen in Minecraft am meisten Spaß machen, sehen zwar viele anders, die zum Beispiel Technik lieben, aber ich habe mich darauf fokussiert und ja, man sieht, es kommt auch gut an. Ich hoffe es. Ihr dürft jederzeit natürlich sagen, nee, das stimmt nicht. So. Super. Also eben, wenn wir einen Server machen, auch zum Rollenspiel machen, dann einfach mit ein paar Baumods. Das ist das Einzige, was halt ein bisschen stört, wenn man Rollenspiel macht, dass man nicht so korrekt Rollenspiel machen kann, wie man es gerne hätte. So, jetzt gehe ich. Ja, ich bleibe jetzt noch hier wegen den Setzlingen. Ich muss mal hier den Baum vom Dschungelholz, also Dschungelbaum, fällen. So. Ja, und dann ist schon Zeit. Schon über Zeit. 32 Minuten. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne heute Abend ja nochmal anschauen, sonst einfach mal schauen, wenn ihr Zeit habt. Nächster Part kommt auch morgen dann. Und dann vielleicht mit mehr Leuten. Also, und dann auch am Abend wahrscheinlich. Nicht mehr am Mittag, sage ich mal. So. Und eben, ihr dürft mich jederzeit unterstützen, liken, kommentieren, loben und auch am Server kommen. Eben der Link ist unten verlinkt und da müsst ihr einfach ein paar Fragen beantworten. Machen es am besten so, dass ihr von mir kommt, Drago Basel. Und dann kommt ihr auch auf dem Server. Ja, also Dankeschön. Und ich sammle noch die Setzlinge ein vom Baum. Und dann gehe ich auch raus. Ich bin eigentlich immer wieder auf dem Server, also weil ich ja natürlich gute Aufnahmezeiten suche, wenn gerade Leute Zeit haben, damit ihr auch mehr Spaß habt. Hä? Tschüss. Oh, Sonnenaufgang. Tschüss.